Ich heiße Mehdi Memarian und war beim iranischen Fernsehen und Rundfunk tätig, bin jetzt aber Rentner. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Nun, Herr Memarian, was war geschehen? Es war das Jahr 1989 und ich war als Kriegsberichterstatter an der Front. Doch ich wurde nach Beirut berufen, in unser dortiges Büro. Es entstand ein Konflikt zwischen 2 befeindeten Gruppierungen, woraufhin die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Beirut angegriffen wurde. Ich hatte von diesem Ereignis einen Bericht erstellt und ließ ihn so schnell wie möglich in Teheran ausstrahlen. Allerdings wurde ich dadurch auch in Beirut bekannt. Als ich mich wieder einmal auf dem Weg zur Botschaft befand, hatte ich ein sehr ungutes Gefühl. Ein Gefühl, das mir sagte, etwas würde geschehen. Aber was es sein könnte, wusste ich nicht. Ich sagte mir, bestimmt ist es besser, wenn ich nach Hause gehe, um mich auszuruhen. Unterwegs stieg ich in ein Taxi. Es war vor dem Stadion in Beirut, was ziemlich demoliert war. Ich wechselte das Taxi, weil ich in Richtung Sahir fahren wollte. Ich saß hinten und sah, wie von der anderen Straßenseite jemand eilig daherkam, das Auto stoppte und sich auf den Beifahrersitz setzte. Nachdem wir ein wenig gefahren waren, sagte dieser Mann, da, wo der Fahrer beispielsweise nach links abbiegen musste, nein, rechts. So etwas war in Libanon zu dieser Zeit üblich. Es gab hier jede Menge von Konflikten. Das heißt, jemand stieg ins Auto, sagte dem Fahrer, fahr so oder so. Sofort wusste er, das ist jemand, der bewaffnet ist. Und wer nicht gehorcht, dem konnte schon etwas passieren. Also sagte der Fahrer, in Ordnung, und bog rechts ein. Schließlich, in einer sehr schmalen Gasse, befahl er anzuhalten, stieg rasch aus dem Auto, öffnete meine Tür, zog mir einen Sack über den Kopf, riss mich aus dem Fahrzeug und befahl dem Fahrer, sich aus dem Staub zu machen. Ich wurde in ein Gebäude gebracht. Dort gab es Einzelzellen. Man öffnete eine der Türen, nachdem man mich übel zugerichtet hatte, und warf mich dort hinein. Ich fiel der Länge nach hin und wurde bewusstlos. Eine Weile später fühlte ich, hey, was für ein guter Ort, an dem ich mich da befinde. Man hatte etwas über mich gezogen und ich dachte, man hätte mich zu einem Krankenhaus oder so etwas gebracht. Dann öffnete ich meine Augen, sah aber nichts und dachte mir, ich bin blind geworden. Warum hatten sie denn dieses gute Gefühl? War es warm und weich? Es war warm. Ich komme gleich dazu. Dann regte ich mich ein wenig und bekam das Gefühl, man hätte ein Laken über mich gezogen. Doch an manchen Stellen bewegte sich etwas darauf, was mir Gänsehaut verursachte. Und dazu diese Finsternis und man nichts sehen konnte. Angst und Schrecken überkam mich. War da überhaupt ein Bettlaken oder doch nicht? Nein, ein Bettlaken bewegt sich doch nicht. Dazu fühlte ich auch, dass ich gebissen wurde. Dann spürte ich, wie etwas über meine Hände lief. Ekelgefühl kam bei mir hoch, meine Hände begannen zu zittern. Ich wollte das alles nicht. Sammelte meine ganze Energie, stand schreiend auf und griff auf diese ekelerregenden Stellen zu. Dabei bemerkte ich, es waren fleischliche Dinge. Da stand ich nun und warf all das zu Boden. All diese Dinge, die sich auf meinem Körper befanden. Ich riss sie regelrecht von mir und hörte dabei Geräusche von Ungeziefer. Konnte aber nicht glauben, dass es solches war. Ich dachte mir, es muss etwas anderes sein. Ich riss diese Dinge von mir. Es war ein grauenvolles Gefühl. Ich konnte nicht mehr. Ich schrie nur noch, oh mein Gott, mein Körper. Ich war psychisch total am Ende. Dazu diese absolute Dunkelheit. Ich sah überhaupt nichts und riss nur diese Dinge an meinem Körper von mir.
Ich öffnete meine Ärmelknöpfe. So. Zog meine Hände rein und versuchte sie irgendwie zu verknoten. Ich hatte auch mein Hemd über den Kopf gezogen und das Ende meiner Hosenbeine in die Strümpfe gesteckt. Das alles machte ich und immer noch kletterten sie an mir hoch und begannen mich zu beißen. Dann sagte ich mir, ich muss unbedingt herausfinden, wo ich bin. Ich tastete mich bis an eine Wand, ging weiter und erreichte eine Tür. Ich vermutete, dass ich mich in einem Raum befand, der etwa 2,5 Meter mal 1,5 Meter groß war. Es gab 2 Türen, auf beiden Seiten eine. Kurz darauf erhöhte sich mein Ekel dermaßen, dass ich bewusstlos wurde. Wieder erwachte ich. Ich schlug an die Tür und schrie wie verrückt. Plötzlich öffnete ein Wärter eine Luke an der Tür, so groß wie der Durchmesser eines Kugelschreibers. Nur mit einem Auge konnte man hindurchsehen. Etwas Licht strömte in die Zelle. In dem Moment, wo dieses Licht hineinströmte, ich sah es. Oh Gott. Ich befand mich inmitten von 50 bis 60 Ratten, Tausenden von Kakerlaken, Tausendfüßlern und weiteren seltsamen Wesen, die normalerweise in den Abwasserkanälen von Libanon zu finden sind. Sie öffneten die Tür, zogen mich prügelnd heraus und meinten, du bist ja ziemlich dreist. Dann wurden mir meine Augen verbunden, wobei sie sagten, gleich befördern wir dich ins Jenseits. Sie stellten mich vor eine Wand und auf Befehl eines dieser Typen dort eröffneten sie das Feuer. Ungefähr 10 oder 15 Schüsse wurden abgefeuert und ich wartete nur darauf, jeden Moment getroffen zu werden. Doch dann nahm mir jemand meine Augenbinde ab und sagte, na, bist du immer noch so dreist? Ich fiel auf die Knie, er ergriff die AK eines anderen und steckte mir den Lauf dieser Waffe in den Mund. Er drückte ihn mir weit in den Hals hinein. Warnend fragte er mich, na, soll ich schießen? Ich konnte ja nichts sagen. Dieser Schuft zog den Lauf wieder heraus, wobei meine Luftröhre verätzt wurde und dieser Zahn hier heraussprang. Dann trat er mich, woraufhin ich zu Boden fiel. Ihr Befehlshaber schaute mich an und sagte, er muss sterben. Bringt ihn in die Nähe der Botschaft und verpasst ihm ein paar Kugeln, dann kommt zurück. 2 von diesen Kidnappern sollten mich wegbringen. Einer von ihnen sagte, hey, hol den Wagen. Das Auto fuhr bis zum Eingang. Da kam, ich glaube bis jetzt, dass mir eine unsichtbare Hilfe zuteil wurde. Ich glaube ja definitiv an Imam Zaman, Imam Mahdi. Da kam jemand. Ich fühlte direkt, es war ein Bote. Ein Übergeordneter, ja. Er kam und sagte, was ist los? Auf Arabisch. Das ist der Iraner, den wir hierher gebracht haben, sagten sie. Und weiter? Sie sagten, er ist krank, ihm geht es schlecht, möglicherweise stirbt er. Dann bringt ihn doch in eine Klinik. Sie brachten mich doch tatsächlich zum Azahra-Krankenhaus. Doch dann bekamen sie eine Nachricht. Sie hatten damit einen großen Fehler gemacht. Es war ja ursprünglich geplant gewesen, mich in die Nähe der Botschaft zu bringen und dort zu erschießen. Sie sollten mich zurückbringen. Einer von den beiden packte mein Fußgelenk und zog mich vom Bett herunter. Offensichtlich waren sie wütend, wohl weil man sie getadelt hatte. Ich fiel vom Bett und schlug mit dem Hinterkopf auf den Boden. Plötzlich sah ich, wie meine Seele nach oben stieg. Ich lächelte und dachte mir, wieso liege ich da unten und bin hier oben, was bedeutet das? Ich sah von oben, wie sie mich über den Boden zogen. Aus welcher Höhe? Da war ich noch im Gebäude, das heißt, ich befand mich genau unter der Decke. Sie nahmen meinen Körper und warfen mich in einen Krankenwagen. Ich begab mich nach draußen, mir war aber nicht ganz bewusst, wie, ob ich durch die Wände hindurchging oder durch die Tür, aber ich wusste, dass ich immer weiter aufstieg. Der Krankenwagen raste los und ich befand mich darüber.
so als würde ich daran angebunden sein, als müsste ich auch mit ihnen gehen. Mein Blick war nicht mehr ein irdischer. Er war überirdisch. Ich konnte durch Wände schauen. Ich war nun da oben und sah, wie die Menschen dem Krankenwagen nachschauten. Das heißt, sie konnten das Innere der Häuser sehen. Alles sah ich, die Häuser selbst, ihr Inneres und die Menschen, die aus den Fenstern und von den Balkonen in diese Richtung schauten. Sie sahen bestimmt auch durch den Krankenwagen hindurch, ohne dass seine Wände durchsichtig waren. Es war, als wäre ich im selben Moment auch im Krankenwagen, sehe das Innere und sehe ihn gleichzeitig von oben. Man ist sowohl unten als auch oben, auch nebenan oder dort drüben, hier oder da. Man ist unter dem Auto, auf den Dächern. Man schaut sogar selbst aus den Fenstern der Häuser. Man ist einfach überall und alles nur mit Wahrnehmung. Ich konnte erfassen, da ist jemand traurig. Ein anderer sagt sich, ist das nicht der Iraner? Dann bekam ich plötzlich ein Gefühl, das mir sagte, ich muss gehen. Man zog mich weiter nach oben, so weit, dass mir die vorherige Gegend immer winziger erschien. Dann war es, als würde ich einen Raum betreten. Einen Vorführungsraum oder einen Raum des Verhörs. Vor mir öffnete sich so etwas wie eine Leinwand. Alles, seit ich 4 Jahre alt war, wurde mir gezeigt. Alle Ereignisse meines Lebens, jedes einzelne war auf dieser Leinwand zu sehen. Und das im Bruchteil einer Sekunde. Aber dennoch sah ich alles sehr genau und sehr scharf. Ich war sowohl der Richter als auch der Angeklagte. In diesem Rückblick war von den Gebeten, die ich verrichtet hatte, oder den Bittgebeten, den Trauerveranstaltungen, die ich besucht hatte, nichts zu sehen. Aber beispielsweise, als ich 10 oder 12 Jahre alt war, ich kam von der Schule und sah, wie 3 Jungs einen ungefähr 8-Jährigen schlugen. Ich fragte, was ist los mit euch? Warum schlagt ihr ihn? Ich trennte den Kleinen von ihnen und verpasste einigen Ohrfeigen und Fausthiebe. Bis zu dem Punkt, wo ich den Jungen von ihnen trennte, war die Angelegenheit wohl positiv für mich. Denn da war vor mir auch eine Waage. Beide Waagschalen wurden gefüllt. Auf der einen Seite, wenn ich Gutes getan hatte, und auf der anderen Seite, wenn ich Schlechtes getan hatte. Rechts und links. Also, wenn Sie sagen Waage, so stelle ich mir eine Waage in einem Geschäft vor. Meinen Sie das? Stellen Sie sich eine alte Waage vor, aber es war nicht eine solche. Es war nur die Wahrnehmung oder Vorstellung einer Waage. Ich erfasste nur, dass auf beiden Seiten von mir, rechts und links, etwas angehäuft wurde. Das heißt, meine Taten, die ich auf der 2D-Leinwand sah, stapelten sich in 3D auf den sogenannten Waagschalen. Als es zu Ende war, schaute ich verstohlen auf die Waage, welche nicht wirklich eine Waage war. Ich spürte, die beiden Schalen schienen gleich schwer zu sein. Dieses Gefühl vergesse ich nie. Und wenn ich daran denke oder es erzähle, bekomme ich eine Gänsehaut. Ich senkte meinen Kopf und sagte, oh Gott, ich bin wahrlich kein guter Mensch. Und auch kein schlechter. In dem Moment verschwand die Waage und mir wurde eine Akte unter den Armen geschoben. Alles metaphorisch? Alles ist metaphorisch, aber auch wieder real. Mir wurde vermittelt, geh in dieses Licht. Ich trat in ein weißes Licht ein. Ich hatte das Gefühl, dass diese Phase für mich abgeschlossen war. Und diese Phase, später erzähle ich mehr, alles betraf nur das Recht der anderen. Das heißt, alles, was das Recht der anderen betraf, war mir vorgeführt worden, nicht meine Gebete, mein Fasten. Die kleinste positive Tat, die ich verrichtet hatte, wurde mir gezeigt, aber auch jede negative. Ich trat ins Licht und kehrte zurück. Während sie mich zum Krankenhaus brachten, hatte ich diesen Lebensrückblick. Im Krankenhaus angekommen, schaute mich der Arzt an und fragte mich, wie ich heiße. Er machte viel Lärm. Rief laut, los hierher mit ihm, er stirbt mir sonst noch. Die Entführer kontaktierten ständig ihre Vorgesetzten und fragten, was sie denn jetzt tun sollen. Dieser Druck von außen, die ständigen Telefonate. Dazu hatten nun auch Freunde aus der Botschaft und die Nachrichtenagentur davon erfahren und versuchten mit mir Kontakt aufzunehmen. So wurde letztendlich entschieden, mich im Krankenhaus zu lassen. Der Arzt meinte, der rote Halbmond solle mich abholen.
Wem haben Sie davon erzählt, also von Ihren Beobachtungen, und was für Reaktionen erhielten Sie? Ich war in Teheran und filmte den Ethikunterricht von Ayatollah Rey Shahri für den Korankanal. In einer Diskussion mit einem weiteren Gelehrten sprach er über das Leben nach dem Tod. Als der Unterricht zu Ende war, gingen einige Leute zu Ayatollah Rey Shahri und stellten Fragen. Dann trat ich vor und sagte zu ihm, das, worüber Sie sprachen, habe ich dort aber nicht gesehen. Ayatollah Rey Shahri schaute mich aufmerksam an. Ich redete weiter. Ich weiß, was am Anfang passiert, denn ich bin schon einmal gestorben. Vom Rest ist mir nichts bekannt. Es ging dort um die Rechte der anderen. Nicht über das Gebet, diese Phase hatte ich wohl noch nicht erreicht. Er hörte mir sehr genau zu und sagte dann, ich würde mich freuen, wenn Sie dieses auch vor der Kamera sagen würden. Doch ich wich aus. Dann meinte er, schreiben Sie es. Ich schrieb dann eine Zusammenfassung, die ich ihm gab und in einem Buch gedruckt wurde. Ich möchte gleich eine Methode vorschlagen und Sie bitten, alle anderen Methoden beiseite zu legen. Herr Rey Shahri konnte als Ayatollah und Mujtahid dieses Erlebnis von Herrn Mehmarian ohne weiteres, so wie er wollte, drucken lassen. Seine Aussage, ich wurde bezüglich des Gebets nicht befragt, es ging dort vielmehr um die Rechte der anderen, ignorierte er nicht und ließ es nicht streichen. Herr Mehmarian sagte mir, wie es auch Herr Rey Shahri in seinem Buch erwähnte, er fühlte sich, um es mit etwas zu vergleichen, wie die in der Kirche von Isfahan abgebildeten, geflügelten Kindergestalten. Hätte Herr Rey Shahri der Wahrheit gegenüber untreu gehandelt, so hätte er hier sagen können, warum, Herr Mehmarian, beziehen Sie sich hier auf eine andere Religion und nicht auf den Islam? Oder er hätte es einfach weglassen können, tat es aber nicht. Das ist Treue bezüglich Forschung. Und das ist genau die Haltung, zu der sich die Sendung Das Leben nach dem Leben verpflichtet hat. Forschung, Wahrheit und keine Hinzufügungen. Und nicht so tun, als würde man mitleidiger sein als Gott und meint, man müsse bei einigen Dingen unbedingt etwas hinzufügen. Aber auch andersherum. Wenn ein NATO-Erfahrener wie Herr Eswander, der aus Fars kommt und sagt, man fragte mich, pflegtest du das Gebet? Man fragte ihn also nach dem Gebet. Was manche Zuschauer vielleicht stören könnte. Wir entfernten auch diesen Satz nicht. Wir gaben ihn wagemutig und mit gehobenem Kopf wieder. Unsere Aufgabe ist nicht, Urteile zu fällen, sondern wahrheitsgetreu zu berichten, etwas hinzuzufügen oder zu streichen, obliegt uns nicht. Meine Bitte ist, dass diejenigen, die glauben, wohlwollend zu handeln, wenn sie diesen Erlebnissen etwas hinzufügen oder etwas davon weglassen, diese Methode bitte aufgeben mögen. Sie sollen sich der Wahrheit ergeben, mutig sein und sich nicht vor diesen Erfahrungen fürchten. Denn die Wahrheit ist machtvoller als alles andere.